Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ich begrüße Sie zu unserer neuesten Ausgabe von Kanal 3 Steiermark. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ein Verkehrsunfall, zwei Verletzte und ein brennendes Auto. Ein leider nicht allzu seltenes Szenario auf unseren Straßen. Damit unsere heimischen Feuerwehren auf solche Fälle vorbereitet sind, gibt es regelmäßig Feuerwehrübungen. Wir machen die größte Übung des Jahres zu unserem Thema der Woche. Feuerwehrübungen finden einmal pro Monat statt. Diese Übung, die gibt es aber nur einmal pro Jahr. Sie ist verpflichtend für alle steirischen Feuerwehren. Die Feuerwehr Trag und das Grüne Kreuz wurden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Zwei verletzte Personen, eine davon schwer. Grund der Übung war heute die Annahme, ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Schwer verletzt, alarmiert sind worden die Feuerwehr Rettenbach mit Scheuer und Spreizer und wir als Feuerwehr im Einsatzgebiet haben den Brandschutz gestellt. Die Rettung wurde nachalarmiert, um den Schwerverletzten zu bergen und zu versorgen. Schnelles und vor allem bewusstes Handeln sind hier maßgeblich. Da man nicht weiß, wie es der verletzten Person geht, muss man behutsam vorgehen, um nicht weitere Verletzungen zu verursachen. Die erste Vorgehensweise von uns war natürlich einmal, die Patienten schauen, ob sie ansprechbar sind. Die weitere Vorgehensweise dann schauen, wie sie waren beide ansprechbar. Dann die weitere Vorgehensmaßnahme war dann die Stabilisierung der Halswirbelsäule und dann die Verunfallten aus dem Auto zu retten. Es wurde mit schwerem Gerät gearbeitet. Zuerst wurde ein Brandschutz gelegt. Das Wasser dazu, das wurde aus dem Deich gepumpt. Mit Bergeschirren und Spreizer wurde das Auto dann Stück für Stück demontiert, damit die Rettungskräfte die Verletzten versorgen konnten. Und immer an der Seite die Freiwillige Feuerwehr. Natürlich mit der Kooperation der Feuerwehr haben wir dann zuerst die rechte Beifahrertür öffnen lassen, sodass wir den Leichtverletzten mal hinausbekommen. Der Fahrer war natürlich schwerer verletzt, unter den Pedalen eingeklemmt. Das heißt, wir konnten auch die Tür nicht öffnen. Das heißt, wir mussten über Dach weg die Person retten aus dem Auto. Wir haben dann ein Monitoring gemacht vom Patienten, sodass der Patient einmal gesichert ist, dass wir seine Werte prüfen können während der Rettungsaktion. Nach erfolgreicher Durchführung der Rettungsaktion ging es für den Verletzten dann ins Rettungsauto. Und da fast nie alles nach Plan läuft, gab es auch bei der Übung das nächste Problem zu bewältigen. In weiterer Folge, nach dem Bergung des Verletzten, fing das Auto dann selbst zu brennen an und dann wurde ein Brandeinsatz auch noch simuliert. Hey Kid! Aber nach ein paar Minuten hieß es dann auch da, Feuer aus. Somit wäre Teil 1 der Übung abgeschlossen. Nach den Aufräumarbeiten und einer kurzen Pause ging es dann weiter zum Teil 2 der Übung. Der zweite Teil von der Übung war eigentlich nur eine Atemschutzübung, wo eigentlich ein Wirtschaftsgebäude verraucht war, wo eine verletzte Person drinnen war, die wir dann gerettet haben. Der Atemschutztrupp zeigte mal wieder Professionalität. Hier bei der Feuerwehr gibt es sehr genaue Vorschriften und Regeln. Hier wird natürlich nichts dem Zufall überlassen. Auch hier konnte die verletzte Person erfolgreich gerettet und dem Grünen Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben werden, die danach wieder die notwendigen Vorkehrungen getroffen haben. Die Freiwillige Feuerwehr am Land hat übrigens maximal 8 Minuten Ausrückzeit, um das Rüsthaus zu verlassen, die Berufsfeuerwehr dagegen nur 2 Minuten. Aber das Tolle an unserer Feuerwehr ist das, sie riskieren ihr Leben und ihre Freizeit für unser Leben. Am Red Bull Ring in Spielberg hat wieder das Motorrad-Event des Jahres stattgefunden. Rund 170.000 Motorsportbegeisterte haben die MotoGP besucht, um das Spektakel hautnah mitzuerleben. Wir haben für Sie die Stimmung rund um die Großveranstaltung eingefangen.
Ja, endlich ist es wieder soweit. Die MotoGP kommt nach Österreich, genauer gesagt nach Spielberg. Aus diesem Grund darf ich Sie heute recht herzlich vom Red Bull Ring in Spielberg begrüßen. Die Stimmung ist bereits sehr ausgelassen hier, deswegen würde ich sagen, wir starten gleich und schauen uns das Ganze mal etwas genauer an. Warum sind Sie denn heute bei der MotoGP hier? Weil ich schon voriges Jahr hier war und es hat mir sehr gut gefallen. Darum habe ich gesagt, ich gehe wieder. Ich komme jedes Jahr, wenn es sein muss. Und was ist für Sie das so das Highlight bei dieser MotoGP? Ja, das sind die Fahrer als solches. Das Rasen, das gefällt mir. Wie gefällt es Ihnen denn hier bei der MotoGP? Es ist das erste Mal, dass ich hier komme und ich genieße es sehr. Ich bin schon mehrmals in Spanien gewesen, in Le Mans in Frankreich und in Österreich ist das erste Mal. Und was finden Sie so spannend an der MotoGP? Das ist eine Leidenschaft für mich. Ich fahre seit 25 Jahren und ich bin wie ein Kind, wenn ich die Motorrad sehe. Bist du heute da zum MotoGP hergekommen? Weil das eine super Sache da ist. Ich bin seit Mittwoch da, schon seit 5 Jahren und jedes Jahr gehört hergefahren. Sehr klar. Warum bist du da? Was gefällt dir an der MotoGP? Der Lärm. Ja, der Lärm. Und das Bier. Und was ist für dich das Highlight, außer der Lärm? Außer dem Lärm? Der Ausnahmezustand, dass man die Sau rauslassen kann. Was gefällt Ihnen an der MotoGP am meisten? was gefällt mir am meisten? Die ganze Atmosphäre da rundherum. Feeling, lässig zum Anschauen, passt. Bist du da? Was gefällt dir an der MotoGP? Also MotoGP ist erstens einmal das Rennen selbst. Da ist Rossi nicht mehr dabei. Und jetzt sind Dovizioso und die ganzen Konsorten dabei. Und jetzt wäre mir natürlich gerne Zuschauer, dass der Rossi, die Legende, geklärt wird. Was gefällt dir am besten an der MotoGP? Warum bist du heute da? Also mein Leben besteht sozusagen aus Motorradfahren und ich schaue halt gerne beim Motorradrennen zu, weil es spannend ist, wie schnell die Motorräder fahren können und was die Piloten dann alles herausholen. Warum sind Sie heute da zum MotoGP hergekommen? Motorsportfan, selber kein Biker, aber fasziniert von den Jungs auf die zwei Räder, was die aufführen. Ein Hammer und immer schon im Fernsehen gesehen und das erste Mal da begeistert. Weil das einfach ein Riesenspaß ist immer. Da kann man mal zuschauen, wie die Profis das machen. Wir sind selber auch Motorsport begeistert, selber Motorradfahrer. Und da macht es einfach Spaß, wenn man das mal sieht, wie die Profis das machen, wie die da herangehen. Und einfach die ganzen Leute erleben, das ganze Flair um so ein MotoGP-Event herum. Das ist einfach eine tolle Sache, dass die Leute mal wieder Spaß haben. Ja. Gerade jetzt nach 2 Jahren, wo es ein bisschen mager war mit solchen Events, macht es einfach umso mehr Spaß, wenn man mal sowas wieder sieht. Hier am Red Bull Ring in Spielberg wird noch ordentlich weiter angefeuert und auch gefeiert.
Für uns ist es nun leider wieder an der Zeit, uns bei Ihnen zu verabschieden. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Der Sturm, der am 18. August über die Steiermark gezogen ist, wird bestimmt vielen im Gedächtnis bleiben. Auch am darauffolgenden Tag waren die Aufräumungsarbeiten in vollem Gange. Wir haben uns in besonders stark betroffenen Gebieten umgesehen. Am späten Nachmittag des 18. August 2022 erreichte eine aus Italien kommende Unwetterfront die Steiermark. Die Folge waren orkanartige Sturmböen mit bis zu 140 Stundenkilometern. Besonders schwer betroffen waren die Ober- und Weststeiermark sowie das Grazer Bergland. 767 Feuerwehren mit rund 5000 Feuerwehrkräften waren in der gesamten Steiermark im Dauereinsatz. Also es sind noch sehr, sehr viele Schadenslagen abzuarbeiten. Es kommen minütlich Meldungen herein, wo noch abgedeckte Dächer jetzt gemeldet werden und wir uns diese direkt vor Ort anschauen und beurteilen, welche Prioritäten dort zugeordnet werden. Wir hatten gestern rund 1400 Schadenslagen abzuarbeiten. Wirklich ein Szenario, das wir in dieser Stärke und Größe noch nie in der Steiermark hatten. Es waren rund 400 Feuerwehren im Einsatz mit beinahe 5000 Männern und Frauen. Zum Glück ist alles gut gegangen und wir sind dabei, alles professionellst abzuarbeiten. 85.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Der Zugverkehr in der Steiermark musste eingestellt werden. Die Schäden sind enorm. Abgedeckte Häuser, umgeknickte Bäume, versperrte Straßen. In Fisching knickte sogar eine 220 kV-Leitung um. Im Bezirk Murtal war die Stadtgemeinde Knittelfeld und Judenburg von den Sturmschäden ganz besonders stark betroffen. Wir haben über 70 Schadensfälle und natürlich aber größere Schadensfälle wie da, was man rundum sieht im Stadtpark, wo wirklich extremer Schaden ist. Also einen Schaden haben wir noch nie gehabt im Stadtpark. Das Haus herinnen ist schwer beschädigt. Dann haben wir viele abgedeckte Dächer natürlich. Da haben wir ein paar größere, wo wirklich ganze Wohnhäuser abgedeckt worden sind, Genossenschaftswohnhäuser. Also da hat die Feuerwehr wirklich Großartiges geleistet, die ganze Nacht und die durchgearbeitet sind jetzt auch im Einsatz. Also da passiert gerade viel und wir sind gerade dabei aufzuräumen und einmal schauen, wie wir die gröbsten Sachen wegbringen. Das wird sicher mehrere Wochen dauern, bis wir da fertig sind. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Es kommt schon immer wieder vor, dass bei Stürmen einzelne Bäume umfallen, aber dass so großflächig einen 100-jährigen oder über 100-jährigen Park erwischt, ist selten und ich hoffe, das kommt nicht mehr vor, aber es ist einfach die ganze Umweltsituation verschärft sich und es wird alles immer strenger und schneller und stärker und dadurch kommen wahrscheinlich in nächster Zeit öfter so eine Ereignisse vor. Also Gott sei Dank, wir haben keinen Personenschaden zu verzeichnen. Die Lage ist insoweit stabil. Wir haben einige Bäume, die natürlich umgefallen sind, die auf die Straßen gefallen sind, teilweise einige Schäden bei Autos, wo Bäume oder Sträucher draufgefallen sind. Aber ich muss sagen, es ist so, dass unser Bauhof, unser Bauamt, die Liegenschaft und natürlich unser Feuerwehr seit gestern am Nachmittag im Dauereinsatz sind, damit sie die Schäden beheben und auch natürlich schauen, dass die Umgebung sicher ist, die öffentlichen Flächen für die kommenden Tage. Ansonsten war es so, ich habe gestern plötzlich ist es finster geworden bei mir im Büro. Dann hat man die Sirene schon gehört. Und dann bin ich gleich natürlich mit meinem Bauhof ausgerückt und dann haben wir uns gleich angeschaut, wie es ausschaut. Ja. In der gesamten Steiermark laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Unwetter hat es schon immer gegeben. Aber laut Studien und Einschätzungen von Expertinnen nehmen diese von Jahr zu Jahr in ihrer Intensität zu. Also es ist sicherlich notwendig, dass wir bei den Geräten nachjustieren. Es hilft die Mannschaftsstärke nicht, wenn wir kein modernes Gerät haben. Das ist uns zum Glück gelungen. Es ist die Beschaffungsphase jetzt leider in dieser Zeit länger geworden, wo wir auf neue Geräte länger warten müssen. Aber da versuchen wir das Beste für die steirischen Feuerwehren, diese mit dementsprechendem modernen Gerät auszustatten. Das gelingt uns zurzeit aufgrund der Lieferzeiten nur teilweise. Aber wir sind guter Dinge, dass wir im nächsten Jahr wieder mit neuen Geräten nachjustieren können, was sehr notwendig ist. Ereignisse wie diese zeigen, wie unberechenbar die Natur sein kann. Ein großer Dank gilt den unzähligen Einsatzkräften, die unermüdlich im Einsatz sind und Herausragendes leisten, um anderen Menschen zu helfen. Hohe Energiekosten, Personalmangel, allgemeine Verteuerungen – diese Faktoren wirken sich auch auf die Gestaltung der Skipasspreise für den kommenden Winter aus.
Wintersportler müssen mit hohen Preissteigerungen rechnen. Man blickt nun mit äußerst gemischten Gefühlen in Richtung Winter. Die Energiekosten haben sich hier nahezu verdreifacht. Die Kostenexplosion können die Skigebiete andererseits nicht zur Gänze schlucken und werden auch einen Teil an ihre Gäste weitergeben müssen. Die logische Folge: die Kartenpreise werden wieder mal erhöht und das in einem Ausmaß wie noch nie in den letzten Jahren. Wird man sich Österreichs Nationalsport im heurigen Winter also überhaupt noch leisten können? Eine Frage, die natürlich auch die Seilbahnbetreiber beschäftigt. Experten rechnen mit einer Preissteigerung von bis zu 10%. Die Preisgestaltung wird eine Gratwanderung, was wirtschaftlich notwendig ist und was andererseits dem Markt auch zumutbar ist. Wegen der unsicheren Situation werden die meisten Skigebiete deshalb erst im September ihre Preise bekannt geben. Man hat eine Energie-Taskforce eingesetzt, die nun eine 43 Punkte umfassende Liste mit Einsparungspotenzial erarbeitet hat. Darauf befindet sich eine Reduzierung der Pistenbreite, genauso wie eine Reduktion der Beschneiung oder ein verspäteter Saisonstart. Genauso überlegen Skigebiete auch, den Seilbahnbetrieb statt um 8.15 Uhr erst um 8.45 Uhr zu starten. All diese Punkte werden jetzt diskutiert. Allein die Stromkosten der Planeibahnen zum Beispiel beliefen sich schon bisher auf 3 Millionen Euro pro Jahr und werden jetzt natürlich kräftig erhöht. Man rechnet also mit Tageskartenpreise für Erwachsene um die 70 Euro. In unserem aktuellen Interview der Woche dreht sich alles um ein Thema, das polarisiert. Es geht nämlich um Hanf. Klaus Sattler von der Hanfboutique hat uns unter anderem über die Wirkung und Anwendung der Cannabispflanze aufgeklärt. Liebe Zuseher und Zuseher, herzlich willkommen zu unserem dieswöchigen Interview. Wir sind heute in der Hanfboutique in Knittelfeld. Klaus Sattler, der Besitzer, wird uns einiges erzählen, weil viele von Ihnen werden sich sicher denken, Hanf, nein danke. Aber hören Sie zu und schauen Sie, was die Hanfprodukte können. Klaus, danke für die Zeit. Erstmal möchten wir gerne wissen, wie bist du zu Hanf gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, eine Hanfboutique zu eröffnen? Ja, auch vielen Dank, dass ihr zu mir gekommen seid oder zu uns gekommen seid hier ins Geschäft. Ja, es freut mich, dass wir da ein Interview machen dürfen. Und wie bin ich zu dieser Boutique eigentlich gekommen? Wie bin ich zum Thema Hanf gekommen? Das liegt schon viele Jahre zurück. Eigentlich hat das Ganze im Jahr 1990 begonnen. Da habe ich eine Reise nach China gemacht. Da bin ich so mit Rucksack unterwegs gewesen und habe in China einen Österreicher getroffen, der die DCM, also die traditionelle chinesische Medizin, studiert hat. Und wie es halt so im Ausland ist, wenn sich zwei Österreicher treffen, man trinkt ein paar Bier, man quatscht ein bisschen. Und der hat mir dann eigentlich die Einstellung der östlichen Kultur näher gebracht, wie die eigentlich zum Thema Gesundheit, Mensch, Geist und so weiter stehen. Und das hat mich damals schon sehr fasziniert. Ist das sehr, unterscheidet sich das sehr von der westlichen Kultur? Also das ist ganz, ganz anders. Das läuft auf einer anderen Basis, aber sehr viel wird ja schon übernommen bei uns. Ja, wir kennen schon Akupunktur, Akupressur, wir kennen die ganzen Bereiche mit Yoga, mit Qigong, Tai Chi und ähnlichen Dingen. Wir haben schon etliches übernommen quasi. So ist es. Aber sehr viel Potenzial ist noch drinnen, ja, speziell auf geistiger Ebene. Und das war so der erste Moment, wo du mit dem Thema in Kontakt gekommen bist. So ist es. Damals habe ich mich dann angefangen, für alternative Medizin, für Heilmethoden zu interessieren. Bin irgendwann dann einmal auf die Cannabispflanze, auf die Hanfpflanze gestoßen. Und ab dem Zeitpunkt haben wir uns dann sehr intensiv damit beschäftigt, haben sehr viel Fachliteratur gelesen, haben Ausbildungen gemacht, was möglich war, sehr viel gibt es ja nicht, und haben uns bei verschiedenen Foren und bei verschiedenen Verbänden eigentlich informiert und mit denen zusammengeschlossen. Und so hat sich unser Wissen im Laufe der Zeit eigentlich angesammelt und auch aus eigenen Erfahrungen, aus Erfahrungen aus unserem Bekanntenkreis hat man dann dementsprechende Rückmeldungen, was die Hanfpflanze, wie positiv sie eigentlich wirkt. Und das war dann der ausschlaggebende Grund, warum ihr dann diese Boutique eröffnet habt, weil ein gutes Feedback gekommen ist. So ist es. Irgendwann haben wir dann gesagt, wir wollen eigentlich
das Positive von der Hanfpflanze nach außen tragen, weil die Hanfpflanze, Cannabis, hat ja eigentlich einen schlechten Ruf oder hat so ein schlechtes Image, ja, wo es meiner Meinung nach total unbegründet ist. Weil die Hanfpflanze ist ja schon seit Jahrtausenden den Menschen bekannt. Sie wurde schon seit vielen Jahren immer für viele Bereiche genutzt, in der Medizin, für Kleidung, für Nahrungsmittel und so weiter. Und selbst die großen Kulturen, die Ägypter, die Römer, die Griechen, die Inder, die Chinesen, alle haben eigentlich Hanf oder Cannabis in der Medizin verwendet für verschiedene Heilungsmethoden. Und auch im 18., 19. Jahrhundert war Cannabis in Europa eigentlich die Volksmedizin, wenn man so nennen will. Und in allen Apotheken hat man Medizin aus Cannabis eigentlich gefunden. Das heißt, wir haben eigentlich schon jahrhundertelang Erfahrung. Jahrtausende. Korrigieren darf, ja. Stimmt. Es ist halt nur so gewesen, dass aus wirtschaftlichen Gründen, leider, das ist immer das Problem, wurde dann in den 30er Jahren von 1937 aus dem Marijuana Tax Act, das aus Amerika, wurde eigentlich die Hanfpflanze verteufelt, ja, und weltweit dann eigentlich geächtet und verboten. Und jetzt, Gott sei Dank, ja, erlebt diese Hanfpflanze wieder mühsam ein Revival und man besinnt sich wieder diesen alten Wirkungen, was eigentlich Cannabis Gutes tut für Menschen. Da sind wir bei einem wichtigen Thema. Viele Menschen glauben ja, Hanf, wenn sie das Wort Hanf hören, es ist illegal. Kann man da sagen, welche Stoffe legal sind, welche illegal sind, was da für Unterschiede gibt? Das ist so, die Hanfpflanze hat sehr viele Inhaltsstoffe. Sie hat viele Cannabinoide, das heißt Cannabinoide sind therapeutische Stoffe, die sehr positive Wirkung auf unseren Körper haben. Sie hat sehr viele Terpene, ja, sehr viele gesunde Inhaltsstoffe und ein Stoff, also ein Cannabinoid aus dem Ganzen, das ist dieses THC, das Tetrahydrocannabinol. Das ist der einzige Stoff, der hypoaktiv macht, der berauscht. Ja, man kennt es, wo man sagt, man raucht einen Joint und man ist dann high. Ja, und das ist eigentlich das, was alle Leute nur kennen von der Cannabis. Also eigentlich nur ein Wirkstoff, der richtig diese Wirkung oder diese ja, Wirkung hat, kann man genau sagen. Genau, und diese Wirkung, weil diese Wirkung verursacht, fällt das Ganze natürlich bei uns unter das Suchtmittelgesetz und dadurch ist dieser Stoff verboten in Österreich. Und alle anderen Stoffe haben nicht diese Wirkung? Richtig. Alle anderen Stoffe sind eher beruhigend und haben Wirkungen, die einfach uns, den Menschen, sehr, sehr gut tun. Und speziell in ihrer Zusammenschluss, dieser Entourage-Effekt, wie es so schön heißt, bewirkt einfach so viel Positives. Und da gibt es verschiedene Mischungen quasi? Also Wirkstoffe werden miteinander vermischt? Na, das ist automatisch in der Hanfpflanze. Es gibt verschiedene Hanfpflanzen, es gibt Nutzpflanzen und es gibt medizinische Pflanzen. Und je nach Züchtung, je nach Aufzucht sind dann die Inhaltsstoffe unterschiedlich. Und dementsprechend kann natürlich die Zusammensetzung dann auch unterschiedlich sein. Aber wichtig ist, speziell für uns jetzt in Österreich, es darf maximal ein THC-Anteil drinnen sein von 0,3%. Und es ist nicht überall, wie wir im Vorgespräch schon gesagt haben, nicht überall gleich in der EU. Bei uns in Österreich ist es so. Genau. Das heißt, in vielen Ländern in der EU ist der Grenzstoff, liegt der Grenzwert bei 0,2%. In der Schweiz beispielsweise bei 1%. Dann gibt es Länder, wo es freigegeben ist. Weltweit gibt es sehr viele Länder, wo einfach Cannabis komplett verwendet werden kann. Nehmen wir Israel her, die sind sehr, sehr weit in der Forschung, in der Entwicklung. Das ist sogar so, dass in Alten- und Pflegeheimen Leute Cannabis bekommen. Und je nachdem, ob sie sagen, sie wollen ein bisschen lustig sein, ja, oder sie wollen ein bisschen beruhigt werden, nehmen sie ein bisschen mehr THC oder mehr CBD oder andere Stoffe. Und das ist eigentlich dieser große Fortschritt, was andere Länder haben, wo wir eigentlich sehr, sehr weit hinten nachhinken. Und in welchen Bereichen generell wird es eingesetzt? Man kennt es oder viele kennen es in Tropfenform. Also für medizinische Bereiche gibt es andere Bereiche, wo es eingesetzt wird? Also grundsätzlich ist es so, dass die Hanfpflanze
von der Wurzel bis zur Blüte, bis zu den Samen eigentlich alles verwendet werden kann. Das sind Bereiche in der Kunststoffindustrie, in der Papierindustrie, für medizinische Zwecke natürlich, da ist angefangen von der Onkologie bis zur Psychiatrie, also in alle Bereiche durch, sehr viel, oder wenn wir die Geschichte zurückgehen, ja, es ist interessant, dass Hanfpapier eigentlich für viele Dinge schon genutzt wurde. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung wurde auf Hanfpapier geschrieben. Ja. Die Mona Lisa ist beispielsweise auf Hanfpapier gemalt. Und da gibt es irrsinnig viele Beispiele, wo man sieht, dass Hanf früher allgegenwärtig war. Ja, auch der Christoph Kolumbus, wie er losgezogen ist, Segel war aus Hanf, die Taue waren aus Hanf, die Kleidung der Leute war aus Hanf, die Nahrung war Hanf, Samen, Hanföle. Also wirklich in vielen Bereichen. Soweit kann man sagen, ist es irrsinnig groß. Oder das erste Auto von Ford wurde rein aus Hanf hergestellt. Ja. Und bei Ihnen in der Boutique kriegt man jetzt welche oder welche Bereiche oder welche Produkte? Na, wir haben uns da auf einige Sparten jetzt konzentriert. Auf der einen Seite haben wir die Lebensmittel, die aus dem sehr wertvollen Hanfsamen gewonnen werden. Ja. Das sind jetzt Hanfsamen, Hanfprotein, Tees, Hanfsamenöle und so weiter, bis Süßigkeiten, Hanfschokolade. Mhm. Dann gibt es den Bereich für die Tiere, ja, auch Hanf und Öle für Hund, Katze, Pferd und ähnliches. Dann haben wir die kosmetische Schiene, also alles für Beauty und Gesundheit und Wohlbefinden, was die Haut und Ähnliches betrifft. Dann haben wir die therapeutischen Öle. Wir haben eine große Auswahl an Tees und natürlich auch ein paar Nahrungsergänzungsmittel, die sehr gut dazu passen zum Thema Hanf. Mhm. Also auf diese Bereiche habt ihr euch spezialisiert, weil alles zu vertreten ist zu viel oder es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und die therapeutischen Öle natürlich, die habe ich jetzt, glaube ich, nicht erwähnt vorher. Das heißt, man kann sagen, es ist wissenschaftlich bestätigt oder es gibt sehr viele und sehr lange Erfahrungen zu dem Thema. Und gibt es jetzt bei euch noch irgendwas, wo ihr sagt, das möchte man noch dazu machen zu dem Thema oder gibt es da noch was anderes, andere Bereiche? Ja, wir haben unser Geschäft eigentlich drei geteilt. Das heißt, unser Hauptbereich ist einmal die Hanfboutique, alles rund um Hanf, vom Cannabis. Der zweite Bereich ist die gesamte Bewegungsschiene mit Yoga, wir geben Yoga-Einzelstunden. Und die dritte Schiene ist dann die Klangschiene, wo man sagt, Meditation, Beruhigung durch Klangschalen, Massagen, durch Stimmgabeln etc. Also ein sehr breit gefächertes Angebot, super. Abschließend möchte ich noch gerne wissen, weil unsere Zeit ist leider schon vorbei, gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, das möchte man gern zum Thema Hanf, was sich in Österreich oder generell bei uns ändern soll? Ja, da muss man sehr aufpassen, was man sagt, aber natürlich, ich persönlich bin für viel mehr Freiheiten in diese Richtung, dass das viel mehr bekannter wird, viel publiker gemacht wird. Wir tun natürlich das Unsere dazu. Auch wir machen Vorträge und vielleicht auch ganz kurz erwähnt, unser kleiner Flitzer, also unser Hanfmobil ist auch in der Region unterwegs. Wir stellen auch unsere Produkte zu für Personen, die eben nicht die Möglichkeit haben, zu uns zu kommen. Und ja, so hoffe ich, dass sich die Gesetze ändern oder sagen wir das jahrtausendalte Wissen, das wir eigentlich schon haben und die Erfahrung, die wir damit haben, dass das künftig mehr und mehr umgesetzt werden kann und wieder in die Gegenwart kommt. Sehr gut. Dann sage ich danke, recht herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin viele spannende Momente und es ist wirklich ein interessantes Angebot. Danke. Ich sage auch vielen Dank noch einmal, dass ihr zu uns gekommen seid. Ich wünsche euch alles Gute und ich darf natürlich alle sehr gerne einladen, zu uns in die Hanfboutique zu kommen und sich ein bisschen über das Thema zu informieren. Hier bildet sich mehr als nur Wissen.
BFI. Bildung, Freude inklusive. Das ist Erik. Kein Junge wie jeder andere. Schon bald wird er blind und verliert sein Gedächtnis. Das Laufen fällt ihm immer schwerer. Schließlich verlernt er das Sprechen. Als junger Mann wird er sterben. Erik hat NCL, Kinderdemenz. Unheilbar und immer tödlich. Wir wollen NCL heilbar machen. Helfen Sie uns mit Ihrer Spende. Natur, Sport, Veranstaltungen, Kunst, Gesellschaft, Imagefilme oder Werbespots. Wir halten Ihre Lieblingsmomente fest. Wir transportieren nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, um die schönsten, spannendsten und interessantesten Momente immer wieder zu erleben. Ein junges, passioniertes Team, kreative Konzepte, technisches Know-how und viel Liebe zum Detail. Das ist Kanal 3, unser steirisches Fernsehen. Welche Stimmung am und rund um das MotoGP-Gelände geherrscht hat, haben Sie ja bereits in unserem Event-Scout gesehen. Wir wollten von den Besuchern der MotoGP aber noch wissen, was Sie denn am Motorsport am meisten begeistert. Hier kommt unser Spontan der Woche. Spontan! 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 Spontan natürlich! Was begeistert dich am Motorsport? Am meisten der Lärm und der Gestank vom Benzin. Motorsport ist für mich Lautstärke zum Ersten und natürlich hübsche Frauen, Boxen. Sieht man auch Boxen durch, darf ich glaube ich sagen. Und ja, es ist einfach die Veranstaltung selber. Da sind alle Motorsport begeistert und wir sind da und sind ein Team. Ja, einfach mal die Grenzen ausloten, ja, dass man das sieht, dass die Teams, die Piloten, dass die alles geben, dass die da ihr ganzes Herzblut reinstecken und auf der Rennstrecke das halt immer fair zugeht. Ja, dieser ehrliche Kampf, das dann natürlich ein bisschen Reibereien macht, aber ganz klar, das gehört dazu. Und ja, dieses ehrliche und einfach mal schauen, was da so geht, ja, was die Piloten selber rausholen können, was sie aus der Maschine rausholen können, was die Teams beisteuern, dass das alles einfach, alles ganz rund gut funktioniert. Gibt es einen Grund, warum Sie so Motorsport begeistert sind? Es ist einfach so. Ich liebe die Gefahren, ich mache viel, no risk, no fun und mir taugt das. Die Geschwindigkeit, ja. Ich finde die Leute sind lässig, es ist Action, es ist Spaß, ja, genial eigentlich. Ja, weil es einfach cool ist, wir fahren selber auch. Und ja, ist einfach ein lässiger Sport. Also bei mir sind es die Motorräder und die Fahrer. Ich meine, es wird immer schneller, immer schneller, immer schneller. Die müssen, sag mal, die wissen, auf was sie achten müssen. Es gibt Unfälle, wo auch schon welche das Leben lassen müssten. Aber es ist die Geschwindigkeit und die Motorräder. Ja, Motorradfahrer einfach. Motorradfahrer. Weil ich halt ja, Motorrad fahren. Liebe, indem man kann einfach Tricks machen, man kann Gas geben, man kann einfach alles machen, was man eigentlich mit 18 erst mit dem Auto machen kann. Aber das Auto ist halt ein bisschen unpraktischer mit Tricks. Ja, halt wie sich halt die Fahrer müssen alle topfit sein. Die sind motiviert ohne Ende und halt der ganze Zweikampf von den ganzen Männern und Frauen. Das habe ich eigentlich immer schon gehabt und mein Sohn fährt auch mit dem Motorrad und ja, ich bin einfach ein begeisterter Motorsportfan. Das ist schwierig, von klein auf. Meine Onkels, alle Motorsport begeistert und somit bin ich auch Motorsport begeistert. Selber auch Motorradfahrer und dann sollte man sich sowas schon mal live anschauen. Gell?
der Speed, die Atmosphäre, die Fans, der Sound absolut und so wie es jetzt ist, bei den Verbrennungsmotoren, der Geruch teilweise, also speziell wenn man in der Boxengasse ist, das ist Motorsport. Spontan natürlich. Graz wird frisch gemanagt. Um dieses Thema geht es in unserem aktuellen Stadtgespräch mit Gregor Witzhalm. Zu Gast ist nämlich die City-Managerin der Stadt Graz, Verena Hölzelsauer. Kanal 3, Ihr Stadtgespräch, meine Damen und Herren. Ich finde, es ist Zeit, dass wir uns wiedersehen. Finden Sie auch? Ich hoffe doch. Quatschen Sie mit und hören Sie zu, was wir hier heute zu quatschen haben. Denn Graz, meine Damen und Herren, und dazu ein Willkommen hier aus dem Merkur Headquarter zum Stadtgespräch. Graz wird frisch gemanagt. Was für ein Titel, werden Sie sagen. Tatsächlich ist es so. Was oder wer steckt dahinter? Eine neue City Managerin für Graz, die wir Ihnen hier heute im Stadtgespräch gerne vorstellen wollen. Und diese Sie, das ist die Verena Hölzelsauer. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Freue mich. Danke, danke. Wir haben uns geeinigt, weil wir jung und frisch an Jahren sind. Genau. Du auf alle Fälle und ich fühle mich so, dass wir bei du sind. Voll. Also bleiben wir bei du. Ja. Liebe Verena, wenn ich jetzt mal frage, wir kennen uns noch nicht so lange, um nicht zu sagen erst seit kurzem. Ja. Wenn ich dich jetzt frage, wer ist Verena? Wer ist Verena? Was ist der Background? Oder anders gefragt, was war aus deiner Sicht der überzeugende Satz bei der Bewerbung für das Grazer City Management, mit dem Verena überzeugt hat? Boah, das kann ich nicht beantworten, mit was ich überzeugt habe. Für das Gesamtpaket muss natürlich sein. Aber ja. Natürlich das Gesamtpaket. Ja. Aber was es für mich halt ganz stark ist, dass ich halt wirklich gern in dieser Stadt lebe, wirklich gern versuche, da meinen Beitrag zu leisten. Yeah. Von meiner Seite her jetzt in den letzten, sage ich mal, gut zehn Jahren in der Agentur 8010 in der Holding Graz passiert ist, wo wir vor allem für die Holding und für die Stadt Graz Projekte umgesetzt haben, Kommunikationsdienstleistungen gegeben haben und jetzt ist der nächste Schritt halt das City Management, wo es aus dem Haus Graz halt rausgeht Richtung Richtung Innenstadt, Richtung Wirtschaftstreibende, Richtung Handel, Richtung Gastronomie. Ja, klar. Einfach den Radius da zu erweitern. Und ich sehe es halt so ein bisschen als meine Aufgabe, da zu unterstützen, eine Schnittstelle zu sein, Wege aufzumachen, zu kommunizieren und allen Seiten einfach helfen, näher zusammenzukommen. Das ist ja ein großes Geschäft. Bevor man da vielleicht für das eine oder andere Detail oder deine Denke dazu uns vielleicht noch ein bisschen näher anhören. Aber du hast also einen Background in einer Agentur. Genau. Ja? Und in einem Agenturleben ist es ja im Grunde so, da sitzt man so in seiner Agentur und denkt nach und man ist kreativ, ja, und hat gute Ideen, die man dann auch hinausbringt. Ja? Die Position der City Managerin ist ja dann doch noch eine Qualität mehr, insofern, dass du viel mehr Präsenz als Person hast. Das genau, weißt das du. Merke ja, das merkst das du. Merke dass du natürlich ein Player bist, ein Ansprechpartner bist, ein Vernetzer bist, eine Vernetzerin, müssen wir ordentlich sagen. Dessen bist du dir bewusst und das hat dich gereizt, dass das du sagst, ich möchte diesen Schritt gehen. Ja? Weil es einfach für mich jetzt der nächste Schritt beruflich war, der sich da jetzt einfach aufgetan hat. Mhm. Und ich mir gedacht habe, wenn ich die Chance habe, dann werde ich ergreifen und habe meine Bewerbung wohl überlegt, abgegeben und dann im Hearing überzeugen können. Na super. Dann hast du natürlich, oder sagen wir es einmal so, eine Idee, wie du City Management verstehst. Ich habe ein bisschen so angedeutet, ich als Laie, was ich mir vorstellen kann, was eine City Managerin zu leisten hat. Wie würdest du oder wie willst du, du bist ja noch frisch im Amt, im 1. August genau, ich bist, ja du, gestern ja, bist du reingerutscht, aber du hast dir natürlich was überlegt, was City Management für dich bedeutet. Also dieses Managen einer Stadt, verstehst du wie? Also bei uns ist das ja, das City Management ist jetzt seit gut 2 Jahren in der Holding, das war früher beim Graz Tourismus angesiedelt. Richtig, ja. Und die Kernaufgaben, die wir da jetzt haben, ist einerseits der Advent, andererseits ist es der Graz-Gutschein, weiß nicht, ob der bekannt ist. Ich oh ja, aber die drehen wir noch, ja. da haben wir in den letzten 2 Jahren wirklich den Umsatz verdoppelt mit Kommunikationsmaßnahmen, das ist wirklich ein tolles Produkt mit über 700 Partnerbetrieben. Die wir da inzwischen haben.
Das ist das eine, das ist die eine Schiene. Da sind wir gerade in der Weiterentwicklung Richtung Digitalisierung. Was die nächste Schiene ist, ist eben der Advent, den das City Management seit Jahren macht. Ja, da haben wir, also es läuft immer unter dem Titel Advent der kurzen Wege. Ja. Die Adventmärkte, die eigentlich alle ihre sehr eigene Identität haben, was das Ganze halt sehr, sehr spannend macht. Wir durften letztes Jahr als Agentur schon die Weihnachtsbeleuchtung in der Herrengasse, die neue. Du hast also schon einen Zustand dazu auch natürlich. Ich habe seit zwei Jahren ja dadurch, dass das City Management in die Holding gewandert ist und klar, wir als Agentur betreuen durften, ja eigentlich schon einen super Zustand dazu. Ja, also fein. Auch was die Advent, was die Kommunikation betrifft, Weihnachtsbeleuchtung, waren wir da von der ersten Stunde mit an Bord in der Herrengasse und werden heuer auch selbst ein bisschen programmieren können in diese 40.000 LED-Leuchterln hinein. Also es ist super spannend. Also wenn ich dir dazu zuhöre, bleiben wir gleich bei dem Thema, weil es natürlich, wir sind noch weit weg vom Advent. Ne? Wir sind schon mittendrin. Ja, ihr, aber eh gedanklich, nicht? Weil jetzt bin ich noch im Hochsommer. Ja. Aber der Advent in Graz ist natürlich ein ganz spezielles Event, sage ich einmal. Und zwar nicht nur für die Grazerinnen und Grazer, sondern wirklich auch als touristische Marke. Jetzt haben wir natürlich erleben müssen, dass die vergangenen Jahre, ein bisschen mühsam waren, was das betrifft. Und vor allem auch, und das wirst du wahrscheinlich erlebt haben, dein Vorgänger hat das ja auch beklagt, es ist so schwer, es zu planen. Man muss viel planen, aber man weiß nicht, was nächste Woche passiert. Aber ich höre raus, es wird passieren. Es wird einen Advent in Graz geben. Wir planen die Veranstaltungen, wie sie geplant werden, mit Fallschirm hinten drin. Das heißt, mit Zutrittsbeschränkungen, die man dann sehr schnell vor Ort umsetzen kann, wenn Maskenpflicht kommt, wenn Zutrittskontrolle kommt. Und in den letzten zwei Jahren hat das Team dann natürlich auch schon extrem viel gelernt, was das betrifft. Das heißt, das ist nicht mehr so schwierig, sage ich einmal, wie es das erste und das zweite Jahr war. Das heißt, wir wissen, was zu tun ist, wo die Sachen herkommen, wie sie umzusetzen sind, aber wir sind halt für alles vorbereitet. Super. Das ist das Einzige, was wir jetzt machen können. Wir können nur vorbereiten und die von Plan A, Plan B, vielleicht noch einen Plan C für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Und das haben wir ja gelernt. Genau, und die Erfahrung hat auch gezeigt, dass das immer sehr schnell umzusetzen ist. Und ich weiß nicht, ob das heuer anders ist. Also wenn die Verena wird da einen frischen Zund reinbringen, also bin ich gerade da jetzt zack, 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 Jungs und Mädels, da stellen wir auf. Die Beleuchtung ist auch von euch, die treten Tannenbäumchen. Die sind ja letztes Jahr in die Schmidtgasse. Genau, wollte ich fragen. Die sind ja schon gewandert, aber die bleiben als Marke irgendwie. Die bleiben in der Schmidtgasse, die haben sie, glaube ich, ganz gut. Okay, ja, die Schmidtgasse ist ja mittlerweile auch eine sehr schöne Flaniermeile geworden. Das verdient sich auch eine schöne Adventbeleuchtung. Apropos Graz als Marke. Es ist ja auch so, in einem kreativen Geist wie du, es geht ja immer auch Marken zu definieren, Marken zu erfinden vielleicht, Marken zu definieren, Markenleben zu füllen. Jetzt die Marke Graz, wenn ich dich so frage. Graz, für mich als Grazer, steht ja für so vieles. Manchmal habe ich das Gefühl, für ein bisschen zu viel. Wie denkst denn du, wie willst du Graz positionieren? Also für mich ist es halt dieses Ding lebenswerte Stadt. Ja? Das schwebt da in sämtlichen Strategien so als Begriff drüber, aber den Begriff für die Bewohnerinnen, für die Besucherinnen, auch für die Leute, die in Graz arbeiten, einfach zum lebenswerten Aufenthaltsraum zu machen, zu bleiben und zu konsumieren. Das wäre eigentlich so das Gesamtpaket für Graz. Ja? Und da spielen ganz viele Sachen mit rein. Ja? Das beginnt bei der Stadtplanung, bei der Stadtentwicklung, bei den Dingen, die der kommunale Dienstleister, also die Holding, wo ich angesiedelt bin, beisteuern. Das betrifft ganz, ganz viel auch die Wirtschaftstreibenden, auch die Personen, die in dieser Stadt und für diese Stadt arbeiten. Und das zusammenzuführen und es ist jetzt so ein blödes Wort, lebenswerte Stadt. Ja, na, überhaupt nicht. Wenn es mit Leben so allgemein erfüllt ist, ja. Aber ich finde, es trifft es halt trotzdem ganz gut, weil es einfach eine Aufenthaltsqualität geben soll. Und die Rolle als City Managerin ist für mich eben diese zu sagen, ich tue alles, um alle zu unterstützen, dass wir da hinkommen und dass sich jeder in unserer Stadt wohlfühlt. Ja. Und ob das
das Thema Barrierefreiheit ist, ob das ältere Menschen sind, ob das Kinder sind. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Sachen, die die Stadt bietet, die man vielleicht auch nur ein bisschen wieder unter dem Teppich hervorkehren muss oder einfach kommunizieren muss. Schaut her, da gibt es das. Genau. Das ist überhaupt keine Frage, dass Graz eine lebenswerte Stadt ist, kann ich bestätigen. Ich lebe da sehr gerne und auch, mit jedem Jahr mehr noch lieber. Dass es aber auch, wenn ich mich jetzt wieder in deine Rolle versetze in eine City-Managerin, du hast zwar die Möglichkeit in deiner Funktion, dich überall jetzt anzudocken, relativ gut, ne? Als City-Managerin mit der Wirtschaft, mit der Holding, mit den Stadtvätern und Stadtmüttern und Wirtschaftstreibenden, aber du wirst ja auch sehen und wissen, die Interessen sind oft unterschiedlich, ne? Also das Verständnis einer lebenswerten Stadt, könnte ich mir vorstellen, wird bei A so definiert und bei B anders. Das scheut dich nicht, hier Verbinderin, Kommunikatorin und Übersetzerin zu sein. Eben genau wie du sagst, Verbinderin, Kommunikatorin und Übersetzerin, das ist eigentlich genau das, wo ich mich reinsetzen kann. Ja, weil ich bin weder die Stadtentwicklung, noch bin ich die Verkehrsplanung, noch bin ich das Umweltamt, noch bin ich Wirtschaftstreibender in unserer Stadt, sondern ich kann wirklich nur schauen, dass ich vernetzen kann und dass wir die Leute zusammenbringen können. Und das aber auch, was passiert. Ne? Das, was passiert, weil das soll nicht passieren, dass du vernetzt und es passiert nichts, weil dann ist der Frust relativ hoch. Das wird nicht passieren. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren im Haus Graz und ich kenne intern die Wege. Ja. Halbwegs gut. Du weißt, wie sie ticken. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich mein Vorteil beim Hearing gewesen, um auf das jetzt nochmal zurückzukommen, weil ich mir da wahrscheinlich leichter tue, als jemand, der jetzt komplett von außen reinkommt. Ich meine, ein Beispiel, was ja so ein tolles Projekt ist, und ich war ja auch so ein bisschen als Satellite mit dabei, die verschiedenen Versuche, gerade die Innenstadt-Player zusammenzuführen, was den Graz-Gutschein betrifft. Ja. Das wirst du besser wissen als ich, aber ich weiß es auch. Es hat immer wieder so Startschwierigkeiten gegeben, dann war das die große Euphorie, dann hat es ein bisschen funktioniert oder dann wieder gar nicht, manche haben mitgemacht und manche gar nicht. Jetzt scheint es wieder ein bisschen besser zu funktionieren. Aber es ist so ein bisschen ein Synonym dessen, wie schwer es oft sein kann, unterschiedliche Interessen in einen Hut zu bringen. Das große Interesse ist, die Innenstadt zu beleben. Das ist das gemeinsam. Die Wege dazu sind die Ideen oft verschieden. Wie ist denn da so dein Befund jetzt zu Beginn und die Idee, dieses Baby, das ja eigentlich schon erwachsen ist, doch auch mit Kraft auszustatten? Den Graz-Gutschein meinst du jetzt? Ja. Der Graz-Gutschein hat sich in den letzten 2 Jahren vom Umsatz her wirklich verdoppelt. Wir sind jetzt bei über 12 Millionen. Was wirklich viel ist, also es ist wirklich schon so eine kleine Währung für Graz. Es gibt über... Also es funktioniert schon. Es funktioniert richtig. Das ist mal wichtig, Es sind über 700 Partnerbetriebe, die wir inzwischen haben, und es ist nicht mehr nur das Luxusprodukt, sondern ich kann das auch für den täglichen Bedarf einsetzen, ich kann das in der Gastronomie einsetzen, also ich kann auch beim Spar und beim Billa damit meine das Sachen ist schon werden, wichtig, was glaube ich im Moment da ganz, ganz gut ist, weil wir ja merken, der finanzielle Druck steigt. Und die nächsten Schritte, die wir da setzen, sind halt jetzt Richtung Digitalisierung. Wir sind gerade dabei, eine Online-Variante online kaufen. Okay, ach so, ja. Und nächste Schritte eben Richtung Digitalisierung. Laufen sind in Evaluierung, aber da haben wir halt jetzt mal einen Prozess dahinter, um zu schauen, was passt wirklich gut zu unserem Gutschein und wer kann uns das dann auch umsetzen. Jetzt Graz als Marke, wie gesagt, du, habe ich jetzt auch herausgehört, Graz als lebenswerte Stadt für die Grazerinnen und Grazer, da gibt es noch genug zu entdecken für die Menschen, die da leben, gerade für die. Die Touris wissen meist mehr, gell, als die Menschen, die da sind. Also das ist sicherlich ein Auftrag, aber Graz soll ja auch hinausstrahlen. Was wäre so da dein Ideal, sage ich einmal? Das ist jetzt leider nicht mehr die Aufgabe. Ich weiß, aber das ist mir klar, aber dennoch. Ich glaube, wenn es uns gelingt, dass wir durch Aktionen, die wir in Graz setzen, einfach kommunikativ und medial präsent sind, ja? Auch in Österreich und rundherum. Wir machen das ja bei den Italienern, wir haben ja extrem viele italienische Touristen. Deswegen mag ich wenn man durch die Stadt geht, hört man ja dann ja immer das Italienisch durch. Ich glaube, was wir halt machen können, ist, dass wir schauen, dass wir offen sind, dass wir freundlich sind, dass wir unsere Touristen willkommen lassen, was ich glaube, was Graz sehr, sehr gut auch macht. Ja.
Ja, und eben gerade zur Weihnachtszeit, also wir haben da ein Frequenzmessungstool, da sieht man dann auch, woher die Leute kommen, und gerade in der Vorweihnachtszeit haben wir sehr, sehr viele Italiener da. Das heißt, was der Tourismus da macht, das funktioniert ja auch. Aber eben, du als City-Managerin musst da schon einen gewissen Boden bereiten, dass die City gemanagt ist. Aber das ist das, was wir machen können im City-Management, ist schauen, dass wir die Highlights da haben, dass wir die Attraktionen da haben, also die Eiskrippe zum Beispiel. Ja, also die Klassiker, die wir lieben und kennen. Genau, die Adventmärkte sind ja auch, glaube ich, wirklich schon sie gut etabliert, auch in der Kommunikation jetzt. Ja, das sind aber genau die Bilder, die nämlich, deswegen sage ich ja, diese Eiskrippe, der Advent in Graz, das sind ja die Bilder, die nicht nur wir hier sehen, sondern die ja hinausstrahlen in die Welt. Nicht? Und das ist ja dann euer Job, dass diese Bilder schön sind und dass die Dinge funktionieren. Verena, wenn ich dich jetzt noch abschließend Frage, du Graz als lebenswerte Stadt zu definieren, so manches, was noch irgendwo dahin schlummert unter dem Teppich, hast du gesagt, ein bisschen rausheben, ein bisschen durchlüften. Wenn ich dich frage, was wäre da so ein Beispiel? Und du sagst, das wäre doch wert, ein bisschen mehr beleuchtet zu werden und da will ich vielleicht daraus was machen. Kannst du da schon was sagen? Schlecht. Okay, aber ich schließe daraus, dass du Ideen hast. Es gibt Ideen und ich bin da jetzt natürlich einer Position, in der sehr, sehr viel abgestimmt werden muss. Und verstehe ich, aber es macht Gusto und dann lassen wir uns einfach von dir überraschen, würde ich sagen, oder? Ja. Vom Grazer City Management und von der neuen City Managerin. Danke dir. Und ich lade alle ein, wir haben jetzt im August unsere Aktion auf die Plätze. Mhm. Da hatten wir letztes Jahr Kinderspielstraßen, haben das heuer ein bisschen ausgeweitet. Das heißt, es gibt nicht mehr nur Kinderprogramm, sondern es gibt auch Programm für Erwachsene, es gibt Live-Musik, es gibt Straßenmusik, wir haben die Giants an Bord, wir haben ein paar Wirtschaftstreibende aus der Stadt an Bord. Also da spielt sich was ab auf den Straßen. Im August auf den Plätzen am Färberplatz, am Maria-Hilfer-Platz, vor Dummelplatz und Finale am Hauptplatz an den Samstagen da ein bisschen, sagen wir, Action machen werden. Und na bitte, da sagt doch einer, in Graz werden die Gehsteige hochgeklappt. Mitnichten. Genau, Lastrada haben wir in der Stadt, ihr macht die Plätze voll. Also, super Sache, liebe Verena, danke, dass du gleich zum Start bei uns da gekommen bist, dass wir dich ein bisschen spüren durften und dich sehen durften und hören durften. Wir sind gespannt, was da kommt und bis dahin, toi, toi, toi und darüber hinaus natürlich toi, toi, toi. Wieder, meine Damen und Herren, schauen Sie sich Graz an, schauen Sie sich an, wie Graz pulsiert und schauen wir uns an, was in den nächsten Jahren passiert. Eine Dame, die dafür steht, war heute mein Gast. Dankeschön fürs Zuschauen, alles Gute, wir sehen uns. Weitere Neuigkeiten aus der Steiermark gibt's jetzt in unseren Kanal 3 Kurznews. Der Sturm, der am 18. August über die Steiermark gezogen ist, hat auch in den steirischen Wäldern zu Schäden geführt. Die Forstexperten des Landes Steiermark schätzen die Schadholzmenge auf rund 400.000 Festmeter. Der finanzielle Schaden wird mit 15 bis 20 Millionen Euro beziffert. Agrarlandesrat Hans Seitinger appelliert, die Schäden möglichst rasch aufzuarbeiten, um Folgeprobleme durch Borkenkäferbefall zu verhindern. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, Landesrat Hans Seitinger und die EU-Abgeordnete Simone Schmidbauer haben zwei steirische Vorzeigebetriebe mit dem AMA Genussregion Gütesiegel ausgezeichnet, den Genussbauernhof Hillebrand und die Hofmolkerei Thaler. Das Gütesiegel garantiert geprüfte Qualität und Herkunft bei bäuerlichen Direktvermarktern, Manufakturen und Gastronomie wie auch Hotellerie. Das war's von Kanal 3 Steiermark für diese Woche. Ich hoffe, unsere Sendung hat Ihnen gefallen. Falls Sie einen Beitrag verpasst haben, schauen Sie doch auf unsere Website kanal3.tv. Wir sind natürlich auch auf Facebook, YouTube und Instagram und freuen uns auch dort immer über Besuche. Ich sage herzlichen Dank fürs Mit dabei sein. Schalten Sie doch nächste Woche wieder ein. Alles Liebe!